gerne weiter mit etwas, ich würde mal sagen, Außergewöhnlichem. Und zwar heraus aus der Finsternis. Ich finde das an diesem Punkt ganz geschickt, weil wir hatten es gerade von Kindercomics oder Comics, ja, die für Kinder geeignet sind. Und da gehört dieser Comic auch dazu. Und den finde ich jetzt aus vielerlei Hinsicht vor allem mal sehr wichtig. Es geht darum, tatsächlich um die Zeit, wie die Frauen hier in Deutschland das Frauenwahlrecht erlangt haben. Und dieser Comic ist quasi so eine gewisse Parabel für den Kampf der Frauen, für die Gleichberechtigung, für das Wahlrecht und so weiter. Aber mit Kindern, und zwar aus der Nachkriegszeit, ein paar Mädchen, die sich tatsächlich durchschlagen müssen und dabei eben auch gegen so Jungsgangs erwehren müssen. Ja. Und deswegen ist das so ein bisschen parabelhaft dargestellt. Und aber sie orientieren sich ja auch an ihren Müttern sozusagen und schauen, was machen die Frauen, um sich gegen die bösen Männer sozusagen durchzusetzen, und übertragen das dann auf ihr eigenes Problem mit den Jungsgangs, die sich eben damals gebildet haben, und gründen dann ihre Mädchengewerkschaft sozusagen. Und an den Zeichnungen sieht man natürlich auch, das ist relativ kindgerecht. Auch der Storyverlauf ist jetzt natürlich nicht unglaublich vielschichtig, aber es kommen viele Informationen dabei rüber. Ja. Ist unbedingt, ja. Also es ist ein historisches Comic oder ein historischer Comic. Es ist nicht sonderlich dick, aber es hat schon einiges, auch dann an Hintergrundinfos noch mit dabei, die man nachlesen kann über diese Zeit, über die Protagonistinnen sozusagen. Und ich fand es also lesenswert einfach deswegen. Ja, es ist jetzt nicht unbedingt mein Stil. So hätte ich da einmal reingeblättert, hätte ich gesagt, ja. Kindercomic halt. Ja, ist ganz nett. Würde sich vielleicht auch ein Lehrbuch dann anbieten. Aber von der Geschichte her fand ich es eben auch, also sagen wir mal, von dem, was transportiert werden soll, das fand ich die spannende Geschichte tatsächlich. Genau, so geht es mir auch. Also so grundsätzlich lese ich jetzt nicht so viele Kindercomics. Deswegen hätte mich das jetzt auch erstmal nicht so angelacht. Aber das Thema ist auf jeden Fall super und ich glaube für Kinder sehr gut aufbereitet. Ja. Außerdem vielleicht noch ganz interessant auch die Entstehungsgeschichte dieses Comicwerks, weil das ist ganz in Deutschland entstanden, und zwar hat sich ein Autor und eine Zeichnerin haben sich zusammengeschlossen und haben das im Auftrag, ich glaube, das heißt Junges Museum Frankfurt, wo eben gerade eine entsprechende Ausstellung stattfindet. Ich glaube, sie findet im Augenblick auch wirklich noch statt, wo wir hier darüber reden. Mhm. Und das im Prinzip der begleitende Comicband dazu ist. Und das finde ich natürlich schon mal auch grundsätzlich wieder gut, wenn Comic zum einen auch als Lehrmaterial oder zumindest erzieherisches Material eingesetzt wird, weil das schon ein bisschen so Vergnügen bereitet, damit etwas an Informationen aufzunehmen. Ja. Und zum anderen natürlich, dass sich hier eine deutsche Institution mit einem deutschen Zeichner und einem deutschen Autor zusammengetan hat, um sowas dann auf die Beine zu stellen. Das finde ich einfach mal grundsätzlich gut. Mhm. Erschien im Zwerchfell Verlag. Das fand er nicht gut. Das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen, oder? War das zu viel Werbung? Das war das Zauberwort. Zwerchfell. Schon wieder. Ich werde nie wieder Zwerchfell sagen. Ich habe es genau gehört. Du hast Zwerchfell gesagt. Ich habe nicht Zwerchfell gesagt. Gerade immer nicht. Ja, er hat Zwerchfell gesagt. Jedes Mal. Verdammte Axt, ja. Okay. Genau. Für Kinder ab 8 Jahren steht auch drin, habe ich jetzt gerade gelesen. Wunderbar. Schön. Ich würde trotzdem nicht behaupten, dass wir zu alt dafür sind. Nein, wie gesagt, also man kann ja gerne was lernen, auch in Comics. Auf jeden Fall. Unbedingt.